Moinsen. Neue Runde, neues Glück. Hoffentlich diesmal in einem guten Team. Man kann jemanden einen anderen Partner haben, der mehr hat als ich. Der zum Beispiel Jetpack dabei hat. Ist ja schlimm. Übrigens finde ich das... Das fühlt sich echt besser an als Ego-Shooter. Zwar habe ich in der letzten Part ja gemerkt, dass eigentlich Third-Person-Modus voll OP ist und viel geiler, aber... Ich mag Ego-Shooter lieber. Ja. Ich finde, da müsste es irgendwie noch so eine Art Bonus geben, wenn man im Ego-Shooter-Modus ist, dass man dann Vorteile hat. Während man im Third-Person-Modus ja diese krasse Sicht hat, wie man jetzt sieht. Wie sie es übertreiben, ey. Der war hart. Boah, miese Aktion! Miese Aktion! War das geil! Niemand legt sich mit Pro-Killer an. Ah, diese Schüsse, wie die immer so ein bisschen nachziehen, ne? Die Laser. Dass sie immer so ein bisschen später einschlagen, als man schießt. Da muss ich auch nochmal klarkommen. Ich glaube, das Beste in diesem Spiel ist immer so ein munterer Wechsel zwischen beiden Modi, Third und First Person. Zumindest für mich. So. Ach, scheiße. Das Gegnerteam gewinnt ja schon wieder. Ja, das sind ja nur Kacke. Ich hab's so geil geregelt da vorne. Ne? Zack, zack, ping, ping, ping. Wow. Jetzt bräuchte ich mal ein bisschen Übersicht. Die lauern da alle. Ja, zu wenig, ne? Was soll man da machen, ne? The Rebel Alliance are about to capture that escape pod. So. Diese Blitze sind übrigens für dieses... Ja. Für dieses Item, was man im mittleren Feld hat. Das verbraucht sich. Granaten und das andere ja nicht. Ich hoffe, da gibt es auch genug Abwechslung. Ich glaube, dieses Spiel, so gut wie es jetzt scheint, kann halt dadurch scheitern, dass der Umfang einfach fehlt. Stirb! Ha, noch bekommen. Mein Team macht schon wieder gar nichts. Schnell hinter, Leute, schnell hinter! Los, los, Partner! Der Partner ist übrigens immer gelb angezeigt, was ich cool finde. Ich weiß nicht immer, wo der ist. So, Battlefield ja immer so ein Tick schwieriger, sag ich mal, weil nur der Name ein bisschen grün war. Da fiel der nicht zwangsläufig so auf. Rebel Forces are about to capture that escape pod. They must be stopped. So, Junge, los. Ja, das ist schon ein geiles Setting. Ah, da oben. Dreck. Die Runde verlieren wir wohl mal richtig krass. So, schön auf den Kopf, ey. Macht am meisten Schaden. Arg! Ich kaufe mir gleich das neue Gewehr. Wenn ich Level Up bin, Level 4, dann kann ich mir das Gewehr zeigen, was im Trailer mal zu sehen ist und in diesem Horde-Modus. Das schockt richtig. So, bam, ey, du machst das doch schon. Nein, 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 nein.
So, verteidigt das, Leute. Ich will das jetzt nicht wegen euch wieder direkt verlieren. Scheiße. Snipen sie mich sofort. Hat er schon umgestellt? Oder ist es immer noch meins? Ah, ne, hat er geschafft. Eine Sekunde zu spät. Arg. Ja, der ist tot. Automatik. Böser Junge. So, schön in die Eier geschossen. Ja, guck dich das mal an, ey. Das ist schon nicht schlecht. Oh, da hinten. Ich hatte gehofft, der Pot ist wieder hier. Damit wir wenigstens nicht 0 irgendwas verlieren. Aber mein Team bemüht sich ja, dass es 1-0 zu irgendwas anderem wird. Ja, super, Leute. Super, super. Alter, wie sie da alle hocken. Ist ja krass. Ja, die haben natürlich auch die ganzen geilen Items, weil sie daneben stehen, ey. Die Raketenwerfer und so. Das System finde ich übrigens ganz witzig. Weil das nicht ganz so krass ist wie bei Call of Duty, wo der Stärkste halt immer so die krassen Kills spielt und Waffen und, ne? Kennt das ja. Alles halt bekommt. Und hier muss man halt nur zu dem Ding, wenn das fertig ist. Egal, ob es einem selber gehört oder dem Gegner. Ja, alles klar. So. Na, wo kommt denn die Nummer 6? Hier wieder? Na, wir haben schon verloren. Na dann. Gut, Leute, man sieht sich im nächsten Part. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich Bester war, obwohl wir hart unterlegen waren. Nur mal so am Rande. Das, obwohl ich das Spiel seit 3/4 Stunde spiele. Ich glaube, ich sollte es mir holen. Mal gucken.